sage ich immer so schön, holy shit, euer Kalle. So, jetzt haben wir eine gefüllte Kaiserwurst. Ich habe die aufgeschnitten und habe eine Füllung reingemacht mit, jetzt muss ich überlegen, wie soll ich sagen, Semmelknödelteig. Und das nehmen wir jetzt hierher und spießen das gute Ding. Jetzt muss ich ja noch richtig arbeiten, du. Jesus Maria. Jetzt fühle ich mich wie so ein Dönerverkäufer. Das ganze Ding verschließen wir jetzt. Das Ganze machen wir jetzt in den Transformer Typ 2 und lassen es für circa 2 bis 2,5 Stunden bei einer Temperatur von 180, 190 Grad laufen. So, meine Lieben, jetzt schauen wir einfach mal rein. Oh ja. So, der war jetzt ungefähr 1 Stunde und 45 Minuten drin. Wir lassen ihn jetzt noch so ein bisschen ruhen und dann können wir schon anrichten. So, jetzt haben wir unsere gefüllte Kalbsbrust. Die ist schon da, die ruht jetzt ganz kurz. Wir haben ein Pastinakenpüree wieder im Thermomix gemacht. Aber haben wir ein Highlight. Wir haben hier einen Rotkohl, der war jetzt in der letzten Stunde in der Glut. Man sieht, er ist komplett verbrannt. Und jetzt befreien wir ihn mal von dem Verbrannten. Ihr solltet es riechen können. Jetzt gehen wir hin. Man merkt, er gart in seinem eigenen Saft. Wir lassen den Strunk dran. Dann gehen wir hin, mal ein bisschen Öl auf die Plansche. Legen den Rotkohl drauf. Dann nehmen wir ein bisschen Zucker. Jetzt löschen wir das ganze Ding mit harter Nuss von O'Donnell ab. So. Zwischenzeitlich gehen wir hin.
nehmen unsere Kalbsbrust, ja. Püree. So. Dann legen wir unsere Kalbsbrust drauf. Und jetzt machen wir einfach noch ein bisschen Schwarzbiersoße drauf. So, meine Lieben, in diesem Sinne viel Spaß beim Nachgrillen. Holy shit, euer Kalle.